Hallo. Ah, komm doch nicht in meine Richtung. Ja, das war eine super Idee. Ich sehe dir beim Sterben zu. Okay. Ich krieg Panik. Tschüss. Schade, ihr seht die Trophäen nicht in meinem Schrank, ne? Also ich sehe meine Trophäen im Schrank. Wolltest du jetzt nur wieder angeben? Ja, da, die sind ja auch zum Angeben, die sind zum Angeben schön. Auch wenn ich echt... Halloween 22, 23. Ich weiß halt echt nicht mehr, was Halloween 23 für ein Event war, muss ich ganz ehrlich sagen. Nick, da mussten wir doch so Kürbisse mit den Süßigkeiten auch suchen. Ich glaube, letztes Jahr hast du mich mit Tini da irgendwie durch. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was ihr da macht. Ihr wisst, dass ihr mit mir einen Klotz am Bein habt, ne? Ich habe keine Ahnung, was ich da tue. Alles gut. Wir müssen nur hier ein Problem lösen mit den Items, weil, obwohl ich alles habe, wird hier nicht alles selektiert. Mit dem neuen Menü komme ich hier irgendwie nicht klar. Ich auch nicht. Was denken die sich dabei? Es ist aber tatsächlich besser geworden, muss ich sagen. Ja, es war noch schlimmer, ne? Es war noch schlimmer, ja. Ja, aber warum machen die das so kompliziert? Ja. Eigentlich so, wie es ganz am Anfang war, war es am allereinfachsten. Ja. Und hier, was wollen die mir sagen? Ich habe keine Ahnung, was jetzt drin ist und was nicht. Also im Shop kaufst du ein und im Equipment Manager teilst du dann quasi zu, was du mitnimmst. Tut sich jetzt irgendwas da an dem Equipment, weil ich packe nochmal Zeug rein? Naja, es fühlt sich gerade alles. Anscheinend habe ich plötzlich nichts mehr wieder. Also wer auch immer rot ist... Ah. Ich wohl. Ja. Genau, du hast jetzt komplett alles befüllt. Also es gibt nichts, was wir nicht haben. Okay. So, einfach so. Ist immer noch da? Ja, geil. Okay, jetzt war es kurz weg. Gehen wir hin? Das ist eine gute Frage. Ist was Neues dazu gekommen? Ja, oder nicht? Point Hope ist neu. Oh, fangen wir vielleicht mal mit so einem Klassiker an, mit so einem Häuschen und dann gehen wir zu Point Hope, sodass wir ins Spiel reinkommen. Dann machen wir eine Fähnchen dran, wo wir starten. Was ist denn hier? Later. Ich würde sagen hier. Oder warte mal, wo ist zweistöckig? Das sollte schon zweistöckig sein. Dann bist du da auf jeden Fall schon das richtig. Das Spiel ist zweistöckig, ja. Gut. Na dann. Seid ihr bereit? Ich bin bereit. Stopp. Ja. Möchtest du wirklich die Schwierigkeit auf Profi lassen? Na. Ja, easy, oder? Also, macht da richtig viel Spaß. Oder stört es euch? Keineswegs. Hast du so viel Geld in dem Spiel? Ich weiß nicht mehr, wie viel ich habe. Aber je höher die Schwierigkeit ist, je mehr verdient man auch, wenn man schafft. Du bedenkst, ich werde draufgehen, ne? Das gibt, glaube ich, Abzug, ne? Erstens das und zweitens, wenn du stirbst, ist alles weg. Wenn ich sterbe? Nein, wenn wir alle sterben, ist das ganze Equipment weg. Also ich habe eigentlich auch zuletzt gut hier als Profi-Dings gespielt. Wir haben sogar noch mal schwieriger gemacht. Aber na gut. Geht das nicht bis Profi, wo man ein Foto machen kann für die Versicherung? Ich glaube, das war bis Profi. Nein. Ah, muss der eine Etappe runter. Okay. Ah, komm. Habt ihr Bock auf Profi oder nicht? Sonst gehen wir eine runter. Also. Wir können es versuchen. Mir ist egal. Okay. Ich bin nur nicht gut. Du gehst vor. Also, seid ihr bereit? Yes. Ja. Es lädt. We've arrived. Check the equipment and get set up before investigating. Ich brauche Anleitung, bitte. Also, hier, komm mal hier rüber. Du stehst, glaube ich, hier alleine, oder? Nein, hier, das bin ich. Okay. Hier, das ist unser Objective an der Pinnwand. Ne? Der Geist, ne? Oder Fall, bei mir ist Fall 96, James Dixon. Reagiert auf, wir sind nicht mehr, also sind nicht sicher. Mhm. Unten stehen, was wir alles so machen müssen. Räucherwerk ab. Okay. Genau. Hier auf der Seite, wo ich jetzt stehe, hast du Displays. Unten sieht man unsere Sanity, unsere Gesundheit. Ja, das weiß ich noch. Okay. Oben kannst du die Karte switchen, die Flure, ne? Stockwerke. Mhm. Hier, wenn wir Schallsensoren installiert haben, kann man das machen. Und hier sieht man die Aktivität auf dem untersten. Okay. So, hier hast du den Bildschirm mit der Kamera. Wenn wir noch Kameras installiert haben, können wir das switchen. Was macht ihr damit?
Ja, dieses besessene Ineinanderglitschen. Und ja, hier haben wir Equipment. Du kannst ja gucken, was hier steht, was gemacht werden muss. Dementsprechend kannst du dich da schon mal ausstatten. Ich werde bestimmt Zeuge eines Geisterereignisses. Ich mache so immer den Klassiker. Mach so immer diesen Klassiker hier mit Taschenlampe, mit Fotoapparat und ich hole mal auch ein EMF mit. Ich nehme das Kreuz mit. Das musst du dann fallen lassen für den. Du kannst drei Sachen mitnehmen. Du musst dann eine Taschenlampe. Um den abzuwehren, muss ich das fallen lassen? Ja. Nicht mehr? Nein. Nein? Es wirkt in einem Radius von 2 Meter, glaube ich, das Anfangsding. Guck mal, dann kann ich doch direkt Punkt 2 und 3 in einem machen. Ja, muss aufpassen, nicht jeder Geist reagiert unbedingt. Ne? Wie dem auch sei. Ich habe jetzt eine Taschenlampe und ein Kreuz. Was soll ich noch mitnehmen? Ich habe Taschenlampe, Notizblock und Bewegungsmelder war es, glaube ich. Ja. Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich noch brauche. Ich spiele wie immer den Kameramann. Okidoki. Hast du es im Kasten? Na klar doch. Geil. Die UV-Taschenlampe ist auch bereit für... Cool. Sachen. Schmutzige Sachen. Was ist das? Ah, sie hat die Tür geöffnet. Also, ihr Lieben. Ich nicht. Sie ist schon besessen. Ihr ruckelt alle ein bisschen. Ihr seid alle ein bisschen besessen. 2 hours later. Meine Taschenlampe. Boah, die ist ja schwach, die Taschenlampe. What's that? Die wurde aber genervt. Ich krieg die Taschenlampe schon nicht. Doch, krieg ich wohl. Ist schon gut, hab nichts gesagt. Boah, ist die du. Okay, ich geh mal mit dem EMF-Dingsi-Bumsi hier rum. Strom ist schon mal aus. So, hier die Lieblingsräume mal mir angucken. Oh Gott, ich bin schon alleine. Hier was dahinter? No. Hier liegt ein Schädel. Wo? Oh. Okay, ich mach Foto machen. Nice. Habe ich tatsächlich was Hilfreiches gefunden? Ja. Yeah. Good job. Oh nice. Mein Gott. Hier könnte nochmal ein Graffiti sein, oder? Nee, haben die geändert? Ist nichts mehr. Oh, Leute. Ja. In der Garage ist ein Orb. Oh, nice. Direkt über dem Auto. Okay. Ich habe keinen Ausschlag im EMF. Nada. Oh, ich habe was gefunden. Was? Mein Lieblingsspielzeug, aber erst packe ich das hier weg. Oh no. Danny weiß schon was. I love it. Ah, du willst... Oh Gott. Was für das EMF? Nein, aber ich habe Tarotkarten gefunden. Ach so. Oh nein. Mhm. Aber dass man schon Orb sieht ohne Monitor im Auto? Ja. Es gibt nur einen. Also über die Kamera siehst du das sofort, ja. Okay. Dann wird auch Rohkarten ziehen im Kreis und gucken, ob wir sterben oder nicht. Ich habe Angst. Haben wir nicht gesagt, wir spielen Profi und wir dürfen nicht draufgehen? Ich weiß nicht, ob hier oben im Kinderzimmer sich gerade ein Stofftier bewegt hat. Peri, kannst du es bitte alleine in einem Raum machen? Und nicht. Achso, ihr seid noch unten. Ich bin allein hier oben. Geil. Ja, aber hier unten der Geist ist in der Garage. Ja, er kann auch wandern. Ja, aber doch nicht so schnell. Ah, vielleicht hat der Feuer unterm Hintern. Nee, nur du. Und du hast Hummel im Po. Kein Feuer. Oh, hier oben war eine Tür offen. Okay. Ja, weil ich da oben schon war. Weißt du? Haben wir es gekämpft? Oh, shoot! War das? Ich hab mein Kreuz! Geh weg! No, ich bin tot! Gott, ja, ich war doch mit dem Kreuz da! Tschüss, Piri. Der war gerade am Handen, deswegen... Okay. Gehen wir schon mal Orb ein. Oh Gott. Der dreht gerade wieder auf. Ja. Ich hatte nur leichte... Ich habe ihn kurz gesehen. Hab ich irgendwas? Guck mal, da. Ich hab ich den Haken gemacht oder war das die Peri, die tot ist?
könnt ihr beide gewesen sein. Ich habe ihn hier laufen sehen. Ich bin nicht zuerst gestorben. Mission accomplished. Yes. Für heute alles erreicht. So. Aktivität geht hoch und runter. Okay. Warte mal. Der ist immer noch aktiv. Oh, er schreibt was ins Buch. Oh, nice. Ja. Also J drücken, da kannst du die Beweise eintippen. Ja, ich komme erstmal weg. Ah, da sollten wir auch ein Foto von machen. Hm. Dann können wir ja IMF und Ultraviolett schon ausschließen. Ich vermute Mare oder Revenant. Ich versuche mal mit dem zu quatschen. Okidoki. Komm mal mit. Spricht er alleine oder mit anderen auch? Woher weiß ich das? Das steht Mann. Ganz oben. Reagiert auf, wir sind nicht sicher? Ja. Ihm ist es egal. So. Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Peri, du liegst da unbequem. Ich kann ihn hier mit meinem Ding, was ich in der Hand habe, hören. Oh, ich glaube, es war ein Dot gerade. Was habe ich hier in der Hand? Damit konnte ich ihn hören. Richtmikrofon. Was sagt uns das jetzt? Dass wir mal gucken müssen, wen wir so hören können. Wir müssen auf J, dann müssen wir auf Geister. Wir haben jetzt die Auswahl zwischen Mare, Revenant oder Fey. Fey, gucken wir mal den. Die sind selbst dafür bekannt, selbst im Jenseits schnell zu altern. Sobald man den Ort betritt, werden die aktiv. Hm. Da müssen wir mal beobachten. Wenn er mit der Zeit inaktiver wird, wäre es das. Dots-Projektor. Wenn der da drin sichtbar ist, ist er definitiv. Mhm. Revenant. Gucken wir mal Revenant. Da steht nirgendwo das Ding bei, womit ich den gehört habe. Das Parabolmikrofon musst du quasi dorthin zeigen, wo der Geist ist. Und dann kann er eventuell Zeichen geben, sozusagen, indem er mit dir spricht. Okay. Das ist ganz gut für einen Anfang, wenn du den Geist suchst oder so. Ach so, um zu wissen, in welchem Raum der jetzt gerade ist. Genau. Okay. Weiß einer, wo der warte mal, die Map ist doch da. Ist das Garage, ne? In der Garage ist der Sicherungskasten. Genau, ja. Also Sicherungskasten, weiß ich nicht. Ja, scheinbar. Ja. Weil wenn wir den anmachen und es aufhört, ist es schon mal kein ist es ein Mare. Ab. Auch auf die Sanity aufpassen, ne? Sanity? Wo sind die Pillen? Ach. Ist doch alles wie sonst auch. Was ist Sanity? So, ich will einmal das hier und einmal das hier. Oh boy. Ey! Die Fähre hat ein Häschen geworfen. So, ich räucher mal. Ich folge mit dem Kreuz. Das war das Räuchern. Das ging aber schnell. Wow! Kommt raus. Oh no. Also der hat direkt das Licht wieder ausgemacht. Ich tippe auf Mare. Ich
bin mir halt echt nicht sicher, ob das vorhin dann dort war oder ob das ihr quasi Rauch vom Mund ist, weil es so kalt ist. Ein bisschen unsure gerade. Beim Dot weiß, du siehst ja eigentlich die Silhouette. Da hat wieder was Das war Peri, ja. Okay. Okay, Kategorie, es ist Peri. Wer wirft da einen Schatten gerade? Das ist, glaube ich, auch Peri. Okay. Also bei dem Dots müssten wir eigentlich eine Silhouette sehen, irgendwas. Mhm, richtig. Da. Wie jetzt? Bist du das, Peri? Nee, das ist der Typi. Okay, dann haben wir alle Beweise. Also, Flauschhase auf J, da musst du auf Beweise. Und solltest auf Dots klicken, Geisterorb und Geisterbuch. Und dann auf Fey unten. Dann haben wir es gelöst. Sagt, wenn ihr wieder in den LKW seid oder ob ihr da zurückbleiben wollt für immer und ewig. Okay. Sprecht mit mir, meine toten Kameradinnen. Bewegt den toten Hasen. Den Spitzelhasen. Tschüss. So. Dedicated. Du bist auch so ein toter Hase, ne? Ich war ein toter Hase. Money, money, money. Money. Ihr habt kein Foto gemacht. Gute Ausbeute. Ich hab ein neues Level. Puh. Und jetzt das neue? Vorher müssen wir nochmal aufstocken. Many unbearable hours later. Auf los geht's los. Okay. Benjamin Bishop. Benjamin. Manchmal können da ganz lustige Namen stehen. Es gab schon Michael Jackson. Ich weiß. Ja, in der Schule. Ja, den hatten wir mal in der Turnhalle. Mhm. Hallo. Ich konnte gerade meinen Atem sehen. Jetzt schon? Okay. I see dead people. Oh no. Breath of Death. Gut, wir sind nicht sicher. Zeichne ein paranormales Geräusch und Anwesenheit eines Geistes anhand eines Bewegungssensors. Schieß ein Foto vom Geist. Peri, wie viel Kaffee hast du getrunken? Nur 2 Kannen heute. Ja, so glaube ich dir. Einmal EMF und was hole ich noch? Was habt ihr mit? Ich nehme jetzt irgendwas mit. Ich weiß nicht, was ich da habe. Fotoknips habe ich mit. Was sind das denn hier für Lampen? Waren das die Headkameras? Ja. Wie mache ich denn ein Foto? Pass auf, du hast nur 5 Fotos pro Kamera und ich glaube Linksklick. Rechtsklick, glaube ich. Ich habe beides schon gedrückt. Okay. Aber es ist nichts passiert. Weil du noch immer im Wagen bist. Achso. Ich drücke einfach beide Maustasten, wenn ich was sehe. Übrigens, für alle Headlamp-User, wenn man T gedrückt hält, habt ihr eine extra Taschenlampe. Okay. Okidoki, perfekti. Was hole ich denn alles noch mit? Können wir jetzt gehen? Also einmal Buch ist dabei. Salz habt ihr auch einmal dabei? Nein. Ich hab Salz dabei. Falls wir einen Toten finden, den kochen und einpökeln. Oh, da gibt's eine Bimmel. Oh, oh. Oh, die geht sogar. Oh nein. Leute, es tut mir leid, es ist äußerst duster. Das haben die echt genervt. Hier ist eine Kamera. Hallo. Komm ich jetzt auf YouTube? Hallo. Ist ja wie zu Hause hier. Guck mal, da ist eine Plakette. Was? Wo? Da an der Wand? Point Hope Lighthouse. Okay. So, Ja.
dreckiger Star. Ich glaube, hier würde ich nicht wohnen wollen. Warum nicht? Bisschen eng hier. Mhm. Hier ist mir zu viel Wasser. Aber nice Bibliothek, hey. Und hier haben wir schon Licht am Boden, Schiffchen am Boden. Haben die nicht gesagt, hier ist eine Frau eingezogen? Ich dachte Familie. Ist das jetzt normal oder ungewöhnlich, dass ich meinen Atem sehe, weil draußen ist ja kalt? Dann wird es wahrscheinlich normal sein. Man kann sich da drin verstecken. Hier ist er. Also, ich bin noch immer davon jetzt fasziniert, wie die das mit dem Licht genervt haben. Es ist jetzt arg dunkel, ja. Aber das ist doch nicht nur hier, oder? Irgendwas ist hier verschüttet und läuft aus. Saft. Nee, das ist nicht nur in dem Level. Das ist aber jetzt, vor 3-4 Monaten habe ich hier zuletzt ein letztes Spiel gespielt und... Hat einer von euch das Couchkissen auf dem Boden befördert oder war das schon auf dem Boden? Wer hat den Kühlschrankkanal angemacht? Ich habe gerade die Sicherung reingemacht. Okay, weil hier steht auch auf dem Kühlschrank Friend, Angry. Oh no. Soll ich das fotografieren? Oh, mach mal. Könnte ein Beweis sein. Rechts. Aber ich bin nicht angry. Da steht aber sogar Yo, Friend Angry. Yo, Baby, Yo. Steht das J vielleicht für Benjamin? Macht Sinn, ja. Man kann die Schränke nicht aufmachen und den Kühlschrank auch nicht. Boah, ist das duscht. Oh, das ich bin durch Glas. Aua. Die Waschmaschine ist fertig. Reingemacht. Da ist ein Spielmaschinentab. Oh, die Uhr sieht schön aus. Während ich die Uhr anblickte, kam der Geist. Hey, war die Sicherung nicht an? Nee. Doch. Ich hab angemacht eben. Sie ist okay, wieder. Ihr mag dunkel. Ist immer noch an. Bist du im dritten? Ja. Ich bin schon ein bisschen weiter oben, da geht's Licht nicht an. Aber die Sicherung ist drin. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Hier ist ein Rückgrat. Was? Hatten wir das nicht letztens erst? Einsammeln. Ja, Foto machen, wenn es geht, und einsammeln. Achso. Erst Foto, dann einsammeln. Foto gemacht. Eingesammelt auch. Was sehen meine nicht entzündeten Augen? What? Ein verfluchtes Objekt. Oh nein. Möchtet ihr wissen, wo der Geist ist? Es ist der Spiegel. Bist du ganz oben? Nein. Beim Rotweinfleck. Boah, wie komme ich hier runter? Krass. Also, in welchem Stockwerk bist du? Hi. Hi. Eins tiefer. Ja, da ist der Spiegel. Da. Okay. Habt ihr ein Foto von dem Spiegel gemacht? Nein. Das auch? Okay. Wo ist es? Da. Da steht er. Tja, lebst du noch? Ja. Ich bin gerade nur ein bisschen überrascht von dem allen. Es ist halt, du ihn benutzen? Von was bist du überrascht? Es ist halt eine verdammt detaillierte Map, muss man sagen. Ah. In der Tat. Hört man das? Was denn? Jo, man hört das, wenn man durch das Glas läuft. Aber nur man selber. Ich habe dich jetzt nicht gehört. Ich habe Nobody auch gehört. Der ist schon wieder. Ich weiß nicht, ob mir gerade was vielleicht leicht ins Ohr geflüstert hat. Hat jemand dir Salz verloren auf der Treppe? Ja. Hier und eins höher hab ich. Ja? Weg. Ja, weg. Ist er ganz oben? Ja, oh, ich bin dead. Nein. Ah, Korrektur. Eins tiefer ist auch Salz. Hier ist ja Musik. Ja, hab ich angemacht. Cool. Benny ist leicht mit zu. Oh. Ich will den Geist auch sehen. Ich muss ein Foto machen. So. Puh, also MF, null Ausschlag. Oh, der war echt auf 10, der Geist. Sanity ist bei uns allen jetzt im Keller. Yay.
Kinderzimmer. Also ohne Aufzug würde ich ihn nicht einziehen. Mit vielleicht. Aber nur mit gut funktionierendem SOS-Service. Heri, gehst du in den Schrank? Ja. Sag mal. Ich wohne jetzt hier. Tschüss. Sieh hoch zum Geist. Deine Hand guckt raus. Dein Kopf guckt raus. Dein Hintern, das guckt alles raus. Okay, ich lass dich da mal Spaß haben. Hallo? Ist er bei euch? Nö. Ich hab mein EMF verloren. Ich hab das durch die Schrankwand geworfen. Oh, ich höre irgendwas. Hier passiert was, hier kommt Dampf raus. Scheiße! Der Spiegel ist im zweiten Stockwerk, oder? Ja. Wie schalte ich die Kamera ein? Ich weiß es nicht mehr. Ist Flauschi tot? Ich glaube, Flauschi ist auch tot. Okay. Ich geh nochmal kurz runter. Lalalala. Ah. Nein, ich bin auch tot. No. Nein. Tu doch sowas nicht. Seid ihr alle tot? Also, er mag Dunkelheit. Und ist sehr aktiv. Die Aktivität nimmt nicht ab, sondern zu. Oh, meine Sanity ist jetzt auch bei 0. Schon wieder. Oh, da kommen nicht so viele in Frage. Gut, das ist ein bisschen schwierig. Beweise haben wir keine gefunden. Ich würde mal auf Dämon tippen, weil die Sanity so extrem in den Keller geht. Und deswegen würde ich sagen, oh, ich habe schon eine Lunchbox hier, geil. Die magische Lunchbox. Dann würde ich sagen, ich hoffe, ihr steht hier drinnen. Ich wähle mal Dämon aus und würde dann schließen. Auf 3, auf 2, auf 1. Alles mit der Sanity war echt krass. War sowas von krass. Ein Fay, okay. Ich war kurz vorm... von der Laderampe, du fährst einfach. Ja. Bin noch gerannt. Ein bisschen Schwund ist immer. So. Ja, das ging schnell. Also bei der neuen Map, ja, ich konnte es mir schon denken. Ich habe eigentlich gedacht, wir würden alle fast zeitgleich ins Gras beißen. So, Equipment, was brauchen wir denn alles? Genau. Das ist da, das ist da. Maximum. Muss ich nur noch 2-3 Sachen kaufen, dann war's das. Bei. Schnapp. Ah, ich kann das Upgrade noch nicht kaufen, schade. Schade, aber ist nicht schlimm. Ich brauche General Armadette.
Ja, das ist, glaube ich, aufgefüllt, außer das hier. Okay, nein. Gut. Ihr zwei schwebt in der Luft, auch nice. Interessant. Worauf habt ihr jetzt Lust, ihr Lieben? Ich habe keine Ahnung, was es gibt. Also das Gefängnis empfehle ich erstmal nicht, weil das müsste die größte Map eigentlich im gesamten Spiel sein und auch die schwierigste. Wenn ihr dann jagt, dann habt ihr die A-Karte, weil ihr jede Tür steuern kann. Die würde ich erst machen mit besserem Stuff. Wir können auch einfach mal auf Zufall gehen. Dann kommt genau Gefängnis. Genau. Oder bevor wir aufs Zufall gehen, wie wäre es, wenn wir uns eine etwas düsterere Map holen? Wo wir noch weniger sehen. Oder wisst ihr was? Zufall, come on. Sagt, wenn ihr bereit seid. Bereit. Jo. Ich bin Hexe der Hütte. Hier ist Schneemann schlechter. Hä? Jo. Ja. Was tust du den Schneemännern an, ey? Ja. Ich will es nicht wissen. Aua. Ich mach sie heiß. Toll. Während du das sagst, lese ich hier, bringe einen Geist dazu, ein Feuerlicht auszublasen. So, reinige den Bereich. Feuerlicht, heißt das hier so eine Kerze? Genau. Dann nehme ich eine Kerze. Kerze, Räucherwerk und Foto. Hab ein Buch mit. Warum war das gerade so schwarzer Rauch hier drin? Ich habe vielleicht die Kerze an- und ausgemacht. Ah, okay. Könnte passiert sein. Sah ein bisschen spooky aus. Wir sind nicht mehr sicher. Hier sind wir gelandet. Ist das die große oder die kleine? Oh Gott. Ach, das ist die Campsite. Ah, die wird lustig. Die wird lustig. Ah. Wenn ich die Kerze anmache, erhält die nur eine begrenzte Zeit. Ja. Genau wie das Räucherwerk. Nur das Räucherwerk ist doch, glaube ich, schneller abgebrannt. So, hier haben wir schön viele Zelte. Was habe ich denn jetzt für ein Buch hier eingesteckt? Kann ich nicht machen, okay. Ich habe mein Lagerfeuer angemacht. Was hast du angemacht? Das Lagerfeuer. Achso. Cool. Boah, diese Map. Und ein Lagerfeuer liegt singen, aber mir fiel spontan nur in der Weihnachtsbäckerei ein. Das passt ja nicht so ganz. Oh, ich hab eine Wirbelsäule gefunden, aber jetzt frag mich nicht, wo. Hast du sie geknipst und mitgenommen? Ich habe keine Kamera, ich habe nur eine Kerze. Warte, hier, da irgendjemand ist hier bei mir. Hier, hi. Hast du eine Kamera? Keine Kamera. Hier. Ah, hier. Ihr Lieben. Das ist, bevor ihr ins Haus geht, rechts rein. Das hier. Bevor wir ins Haus gehen. Ich habe es aus Versehen aufgenommen, jetzt ist das weg. Oh je, dann können wir kein Foto mehr machen. Ich dachte, ich kann es wieder ablegen. Oh, das ist echt so extrem wenig. Das ist ja bitterböse. Kann man das eigentlich nicht heller stellen? Ja, so für die nächste Aufnahme würde ich das gerne schon ein bisschen heller haben, weil... Es steht schon auf 250 bei mir. Das ist ja... Das Himmelslicht ist an. Wie? Liegt ein Fußball rum, Sauerei. Das sieht aus wie ein Klosett, wo man sich erleichtern möchte. Und wie? Also ich finde jetzt nicht mal mehr den Weg zum Steg. Oder obwohl, warte mal, hier ist irgendwas hell. Ist das die mit dem Steg, die Map? Nee. Die ist eine andere, glaube ich. Achso, das ist eine Fliege. Okay. Geisterort.
Nee. Geisterflieger. Hier gibt's Kaffee, hier bleibe ich. Wo seid ihr? Ich sehe euch nicht. Ich bin ins Haus gegangen, um dich zu suchen. Ich bin draußen, um euch zu suchen. In der Theorie sind wir auch draußen. Ich laufe der Peri hinterher. Hier ist ein riesiger Totem. Irgendwo neben dem Haus? Gott, Peri, jetzt zwischen dem Haus. Du hast mich erschreckt. Ich habe mir elektrische Zahlen. Oh, Lagerfeuer ist an. Ja, das habe ich angemacht, habe ich ganz doll erzählt. Ja, aber eben, als ich vorbei lief, war es aus. Oder gibt es hier mehr Lagerfeuer? Das weiß ich nicht. Ich habe auch versucht, ein Zelt anzuzünden, damit wir es heller haben. Hat nicht funktioniert. Boah. Bitterböse Dunkel. Leute, Leute, Leute. Ich weiß noch, ich glaube, letztes Jahr oder so, wo wir das gespielt haben, wie wir hier mit Tini verloren waren. Und ich glaube, ich zum Schluss alleine war. Tini wieder rausgefunden habe. Oh, EMF4, hier im Bereich, EMF4 gerade. Seht ihr so. Ich hab meine Kerze an. Der erzählt mir was. Hört ihr das nicht? Der singt. Ja. Ach du! Er muss diese scheiß Kerze auspusten. Wo ist der denn? Wer ist da gerade ins Zelt gegangen? Oh, hauen Sie ab. Oh, er will dich. Er will dich. Lass mich in Ruhe. Nein, er hat mich. Wie sieht der aus? Nackig. Kann ich jetzt soll die scheiß Kerze auspusten? Hier stehen Sie hin mit F. Wieso? Ich hab die doch in der Hand. Ich kann die mit F nicht. Ich mein's mit G. Oh, Leute, nee, so ich aus. Seh mehr. Es ist hell. Es ist so schön hell. Wo bist du? Ich kann sie mit F nicht abstellen. So, hast du doch. Jetzt habe ich das. Ist das normal, wenn man tot ist, dass man nur so ein 3:4 oder 4:3 Format hat? Am Bild? Ja. Boah, das ist ja. Nee. Oder? Nee. Fingerabdrücke. Peri, komm her, ich mach die an. Hier, geil. Kannst du doch mal halten. Jetzt zeig ich mir die. Oh. Irgendwas kommt. Die ist ganz schön aktiv. Ich hab nur noch eine Taschenlampe und ein Streichholz. Da ist er! Oh Gott, ich seh ihn. Nein, nein, nein. Ich bin nicht mehr zu haben. Komm doch nicht in meine Richtung! Ja, ich muss leben! Nein! Kein Handtuch? Kein Handtuch. Na toll. Peri, ich habe nur eine Taschenlampe und ein Streichholz. Das ist nicht gut. Wir sollten vielleicht noch mal zum Dingens gehen. Also, das Format hat sich hier umgestellt, habe ich gesehen. Sauerei. Bist du da? Kannst du uns hören? Hallo? Oh nein. Was war denn Push to Talk hier? B oder C? Lalala, hallo, bist du da? Oh Gott. Ah! Er kommt! Ja. Ich würde mal sagen, ja, er ist da. Es ist eine magere Figur, nackt, und sie läuft hinter dir her. Oh, bin ich jetzt hier? Ja, das war eine super Idee. Lol. Scheiße. Tschüss. Ja, wortwörtlich, ne? Ich sehe dir beim Sterben zu. Okay. Ich liege doch nicht mal im Tod. Ihr wollt mich doch veralbern. 5% Sanity geben die Dinger nur noch? Echt? Nee, das wächst über Zeit sozusagen. Ihr Gott. Seid tot. Du auch. Haben wir jetzt echt nur ein... Nee, es waren doch auch Gefriertemperaturen, oder? Ich hab so ein bisschen Atem gesehen. Das sind Fingerabdrücke. Also ultraviolett. Genau. DMF war nur bis 4. Ich meine aber, der Geisterorb, den ich gesehen habe, war tatsächlich so ein Funke vom Lagerfeuer. Boah, die
View ist richtig grandios, richtig schön hell. Im Tod ist es heller als im Leben. Das ist die Map übrigens mit dem Steg. Was sagt uns das? Ja. Wir müssen zum Steg. Hat nicht jemand eine Kamera aufgestellt beim Lagerfeuer? Sie wurde fallen gelassen, ja. Okay. Aber in einer ungünstigen Position. Nur dezent. Ja, im Afterlife ist es ein bisschen schwierig, eine Kamera zu positionieren. I'm sorry. Ich habe mich bemüht. Das ist aber kein Ort, ne? Das ist nur ein Pixel, der fängt. Perilla, du bist oh allein. Oh boy. Ja, ich weiß. Ihr wollt mir doch jetzt nicht sagen, dass ich das jetzt hier alles alleine schaffen muss. Doch. Nein, musst du nicht. Wir haben ja schon mal Ultraviolett. Oh Gott, erschreck mich doch nicht, du mit deiner Thermoskanne. Kam er denn jetzt vom Lagerfeuer oder von hier vorne? Der kam irgendwo von den Zelten, wo wir die Fingerabdrücke gesehen haben. Hier, ne, irgendwo. Hier hat er Touchy-Touchy gemacht. Ich hab seine Sachen gefunden, wo er gestorben ist. Ich glaube, der war gerade am Handeln, ne? Bin mir nicht sicher. Er hat auf jeden Fall geflüstert. Ne, die Tür ist noch offen. Hä? War da gerade einer am Lachen? Ja. Das war das ist der Secret Geist. Sorry. Wir sind ihr egal, aber sie holt ein Stofftier. Also, das ist mein Stofftier. Habt ihr mit dem Teller geworfen? Ja. Schade. Sehr kurios. Doch deine Sanity? Die sieht noch gut aus. Ist es. Bist du hier? Ja. Sehr witzig. Bist du hier? Nein? Möchtest du nicht mit mir sprechen? Nie. Hey, das war diesmal nicht ich, ja? Wie heißt du? Gustav. Das will also auch nicht. Es sei denn, er ist jetzt gewandert, ne? Das wäre natürlich jetzt echt ärgerlich. Fingerprints. Fingerprints haben wir und wie gesagt, ich vermute Banshee. Was braucht man für eine Banshee? Jemand, der einen besingt. Und er hat uns ja ein Lied gesungen. Aber das machen die anderen auch. Also zumindest hat er auch Banshee Ultraviolett. Das ist schon mal. Geisterort müssten wir gucken und dort das Projekt auf der Banshee. Phantom dürfte es eigentlich nicht sein. Ja, währenddessen du das da suchst, verwandeln wir da alles in eine Müllverbrennungsanlage. Schön. Habt ihr den Herd angemacht? Nö. Wir arbeiten effizienter. Okay, also ich höre auch nichts. Er hat sich jetzt nicht mit sehr hoher Geschwindigkeit bewegt, ne? Deswegen habe ich gefragt vorhin, ob es ein Handtuch war. Oh.
Gin würde ausscheiden. Oh, gibt. Dadurch, dass er jetzt gerade so inaktiv ist. Es gab doch einen Geist, der sich quasi Opfer aussucht und seinen Lieblingstyp hier am Leben lässt, oder? Gab's doch nicht sowas? Würdest du sagen, ja. Kiri ist was Besonderes? Na klar, sie ist immer was Besonderes. Ja. Ah, war schrecklich. Dämon würde ich ausschließen, weil unsere Sanity ist ja nicht so massiv gedroppt, oder? Mimik könnte es auch sein. Die sind manchmal sehr nervig. Boah, Mimik wäre echt ätzend. Ultraviolett würde passen. Gefriertemperaturen wären ein guter Indikator. Aber es ist zu warm. Es waren 15 Grad. Als er angriff? Ja. Okay, können wir streichen. Also Banshee, Hand to Mühling oder Obake? Obake. Ich hab Bohnen ins Feuer geworfen. Ich glaube, das ist ein Orb oder ist das ein. Ich schließe ihn aus, weil der Obake zum Beispiel EMF Level 5 hatte. Also hätte. Und ich hätte nur maximal 4er. Mülling, was sagt denn Mülling? Geht's doch nicht nochmal rein und hol den Ständer. Du hast Ständer gesagt. Ja. Das ist ein 1A Orb. Ja? Dann habe ich mich nicht gehört. Auch gut zu wissen. Dann ist nach Banshee. Banshee, ja. Oder Hantu. Geister. Weiß nicht, ich fand ihn so langsam, als wir beim Feuer waren. Langsam? Nee, der ist voll nachgehechtet. Ja. Ich weiß nicht, du konntest ihn eigentlich ziemlich gut outrunnen. Also ich nicht, der ist mir ziemlich stabil hinterher. Und auch Flauschhase bin ich stabil hinterher. Ja? Also ich tippe so Benji von Anfang an. Dann ein Hantu wäre bei einem Lagerfeuer wesentlich langsamer. Ja. Wir haben keinen Dot-Projektor, ja? Wenn noch mehr. Hier die Stifte, die Laser. Oder dieses Kästchen drunter oder drüber. Habe nichts mehr. Welche Stifte? Also. Hier, auf deiner rechten Seite. Die zwei schwarzen, genau. Ach du meine Güte. Ja, das sind Primitiven. Ich will es wissen. Jetzt gucke ich nur mal kurz auf die Aktivität. Ich warne dich, wenn da was los ist. Ach, ich will da nicht rein. Ich sehe meinen Atem die ganze Zeit hier. Mein Gott, wie wird schlecht. Steigt Aktivität 2. Er wandert umher. Bleibt stabil auf 2. Sinkt auf 0. Oh, da ist er. Oh ja. Er läuft Richtung Ausgang. Aktivität 9. Er ist nackt. Ja, ja, ja. Er ist ja am Ausgang gestorben. Immer noch 9er Aktivität. Versteck dich. Dropped auf 0. Müsste vorbei sein. Sanity sinkt gerade bei dir von 57 auf 53. Also, wollen wir tippen? Schweigt sie uns mit Absicht an oder ist das Mikro weg? Ich bin angespannt. Also. Geist, gib ihr eine Massage mit der kalten Hand. Aktivität ist wieder da. Freie Aktivität. Dreier-Aktivität. Ja, ja. Der lässt sich gut gehen. Hüppla. Warte mal einen Moment und lass das Thermometer da kurz liegen.
Er hat die Kamera umgeworfen. Der Unhold. Dreckige Schütt. Temperatur sinkt. Yay. Wenn er dich jetzt handeln sollte und du hinterm Tor stehst, hast du ein Problem. Da musst du richtig schnell hecheln. Ich kann deinen Atem sehen. Ja. Aktivität 3. Er kommt. Oh ja, das zieht sich lange durch. Deine Sanity droppt gerade. Okay, Aktivität 0. Ja. Ich krieg Panik. Perry, pass auf. Ich sehe meinen Atem. Das heißt ja noch nix. Ich sehe in dein Herz. Oh nein, nicht schon wieder. Und jetzt? Flauschhase. Oh no, er wirft. Ihr behaltet... Oh. Oh. Inaktivität. Oh, 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 oh. Dreckige Ziege. Also ich war bei 4 Grad und es war noch dabei zu sinken. Halt es im Auge. Kam der aus dem Haus? Nee, der ist hier direkt hier vorne. Wie passen wir? Probieren doch mal auszuräuchern. Nee. Ich sage, ja, da ist, ich weiß, dass du da bist. Ich sehe dich, ich höre dich. Ich sage, es ist eine Banshee. Ja. Yep. Sag ich doch. Genau, hier. Nee, gar nicht. Bei Handschuh müsste es sein, bei Gefriertemperaturen. Ja, aber wie gesagt, für eine Handtool war die zu schnell. Ja. Müssen wir uns nicht einigen? Nö, jeder kann das eintippen, was er möchte. Richtig. Das ist nicht fantastisch. Wir müssen uns nicht mal einig sein als Geisterjäger. Seid ihr bereit? Ja. Bin bereit. Wollen wir losfahren? Ja. Ihr müsst ja drücken. Oder alle eingeloggt? Ja. Jo. Nein. Das war zu spät. Tim Martinez. Auf Wiedersehen. Adios, Senor. Ein Ubake. Hä? Aber das... Ich habe den Knochenbeweis eingesammelt. Yippie! Ja, good job. Ohne dich hätte man keine Kohle. $35, yeah. Manchmal verwandelt sich dieser Geist, okay. Aber der ist nicht auf EMF5 gegangen. Nee, ist definitiv nicht. Der ist maximal bis 4. Maximal, aber so ist er maximal. Hi, das ist ja eine Affenhand. Das ist die magische Affenhand. Wenn du da ganz kräftig dran rubbelst, kannst du dir was wünschen. Nee, die muss man abdecken. Diese da. Ach so. Ja. Ist schon eine moderne, ja. Genau. Meine ganzen Schränke sind leer. Oh mein Gott. Ich habe da hart für gearbeitet. Das ist doch nicht deine Lobby. Aber man sieht immer seine eigenen Schränke. Ich habe vorhin aber auch andere Sachen gesehen und jetzt auch was anderes wieder. Okay. Dann bin ich irre. Es wird alles gut. Was ihr nicht alles sieht, packt man Stoff weg. Ich kann da nichts für. Da steht ja eine wackelnde Dame im Abstellraum. Ach, sieht man jetzt eine? Ja, wenn du ganz schräg reinguckst. Wackel mal zurück. Das mag die bestimmt. Gott, ist das laut. Was machst du da unter dem Tisch? Rockstar dies in Car Crash? Nee. In Crash. 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 The Crash. Man enters space. Du, Herr Nobody. Meine Zeit ist gekommen. Ja, also, liebe Zuschauer, wir wollten euch das nicht verraten, aber sie wird zum Geist. Ah, ich habe keine Kohle mehr. Scheibenkleister, okay. Gut, ihr Lieben. Das war's für heute. Ich bedanke mich bei Perry.
bei Flauschi. Gerne. Und natürlich auch bei Terra. Gerne doch. Und vor allen Dingen bei euch, ihr Lieben. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns allen gerne ein Abo da. Daumen nach oben. Schaut bei jedem Kanal vorbei. Freuen wir uns mega, so wie die kleinen Prinzen oder Prinzessinnen, so wie sich Flauschi gerade dreht. Hui! Mein Burgmonster. Bin ein Prinzesschen. Aua. Okay, ich krieg echt Schmerzen. Und ja, ihr Lieben, danke nochmal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss und Tschüss. Tschüss.